Hallo und herzlich willkommen, liebe Witcher 3 Freunde. Ich bin der Zap mit meinem Let's Play The Witcher 3 Hearts of Stone. Und wir sollen einen Ort suchen, an dem opirische Händler überfallen wurden. Und hier gibt es, und das sehen wir jetzt oben auf der Minimap, ein blaues Aufrufezeichen. Das sehen wir aber nur auf der Minimap. Und hier auf der Karte, ich guck noch mal, hier sehen wir das auch, das blaue Ausrufezeichen. Also müssen wir mal schauen, ob wir später im Spiel noch mehr blaue Ausrufezeichen finden, weil alles, was gelb ist, ist aus der Hauptquest. So. Okay. Hier gibt es schon mal was. Hier könnten wir schon mal hinreisen. Oder reiten. Ja, so weit ist es ja nicht. Okay. Also alles, was hellblau ist, ist unsere Hearts of Stone DLC-Quest-Reihe. Hauptquests oder Nebenquests, egal. So, reite ich oder laufe ich? Ich bin mir noch nicht so ganz einig. Im Moment laufe ich ja noch. Beim Laufen können wir vielleicht besser auf Gegner treffen, die wir nur nebenbei nochmal eben abmurksen, oder? Damit wir uns möglichst schnell aufleveln. Vielleicht können wir hier ja noch Gegner finden. Hier lang. Vielleicht finden wir hier noch. Ich gucke gerade angestrengt auf die Minimap, aber noch ist keiner zu sehen. Weil wenn wir die Fähigkeit 35 erreicht haben, kriegen wir ein bisschen was. Oh, was ist los? Wetter zieht sich zu. Okay. Ja, dann haben wir hier halt schlechtes Wetter. Haben wir da drüben noch gutes Wetter? Nö. Da drüben ist jetzt auch schlechtes Wetter. So viele Orte kommen natürlich hier extrem bekannt vor. Ups, ich muss hier abbiegen. Weil ich sie in der Hauptquest schon gespielt habe. Hier lang. Liebes Spiel, ist das alles so richtig, was du mir hier sagst? Du führst mich ja hier von Pontius zu Pilatus, wie man so schön sagt. Zwei, und uns ist noch kein Gegner in die Quere gekommen. Ah, ein Banditenlager, da. Ja, liebe Banditen, ich komme. Komm durch die Büsche, wenn es recht ist. Hallo. Oh, das ist gut. Ups, na, heiß. Heiß. Upsala. Aua. Jetzt lässt das. Glaube ich auch. Aber erstmal für deinen Kollegen. Hier, Hexer! Hexer! Ja, ich sehe dich. Kein Problem. Da kommen noch mehr. Moment. Muss mal eben. Aua. Ich mach mal eben das. Ja, geht gerade nicht. Doch, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, für dich auch. Ja, jetzt ist für mich vorbei. Seht ihr? So schnell kann's gehen.
So schnell kann es gehen, wenn man nicht aufpasst. Da habe ich jetzt mal große Klappe gehabt. Ich bin der Dickhexer und ich habe überhaupt keine Sorgen. Und schwupp lache ich im Gras. Wie gibt's denn das? So, also nochmal, wo ist das Button? Da ist das Banditenlager. Erstmal ein paar Knödel essen. Ich hätte natürlich auch meditieren können. Ich habe nur noch 15 Knödel. Ich glaube, ich meditiere. Ich glaube, ich meditiere ein Stündchen. So. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Mal ohne Überheblichkeit. So. Mal ohne Überheblichkeit. Mal einfach hier. Erhebt euch, Brüder, und zermalmt die Schlange. Genau. Aber erst nachdem ich mit euch fertig bin. Nachdem ich mit euch fertig bin, könnt ihr euch der Schlange widmen. Zauberei! So, wer zaubert hier? Ich nicht. Ich hüpfe hier nur von A nach B. Ich hüpfe mal hier die Straße hoch. Kommt ihr da hinterher? Ja, ihr kommt hinterher. Das ist schön. Hier finde ich das nämlich besser. Hier finde ich das besser. Aua. Hier finde ich das besser. Nicht gut. Der will wieder. So, dann. Verdammt. So, dann hätten wir den. Jetzt machen wir den anderen auch nochmal. Wo ist er? Da. So. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid, aber du hast es nicht anders gewollt. So. Ja, dann haben wir die. Haben wir dann. Was haben die denn hier alles? Licht kann ich hier aus- und anmachen. Über den Tisch kann ich gehen. So. Okay. Was haben sie hier noch? Irgendwo muss da hier noch was rumstehen, oder? Hier nicht. Hier? Kann ich da rein? Ne. Ich kann da nicht rein. Da ist er. Die habe ich gesucht. So. Die habe ich gesucht. Okay. So, da oben ist, glaube ich, die Straße. So, dann sammeln wir die hier noch auf. Nee, da hinten liegt noch einer. Nach. Da ist er. So, okay, weiter geht's. Weiter geht's. Mit meinem... Ja, ganz oben rechts seht ihr meine Stufe 34. Viertel haben wir schon Richtung 35 hinter uns. Sehr schön. Sehr schön. So. Gucken, vielleicht treffen wir ja noch einen unterwegs. Oh, wie schön das hier aussieht, oder? Ich bin da sehr begeistert, immer wie das grafisch so aussieht. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Ich höre hier irgendwas. Knacken. Einer in der Umgebung. Da hinten ist was. Okay. Wir sammeln Blümchen. Wir meditieren. Ein Stündchen. So.
Wir speichern und weiter geht's. So. Dann gucken wir mal, was hier vom Überfall noch zu sehen ist. Schauen wir mal, was hier noch zu sehen ist vom Überfall. Wir wurden vielleicht hier an der Straße überfallen, oder? Aber nur vielleicht. So, erstmal muss ich hier ja, ein bisschen... Alles Gute. Danke. Vielen Dank. Ich nehme hier mal ein bisschen mit, wenn es recht ist. So. Wo willst du hin? Ich gucke hier mal ein bisschen nach dem Überfall, der hier stattgefunden hat. Aber danke der Nachfrage. Danke der Nachfrage. Ich guck mal hier lang. Nee. Hier ist auch nichts zu sehen. Okay. Gucke ich mal hier die Hauptstraße noch mal weiter. Vielleicht ist hier was zu sehen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Oh, guck mal da. Hier fand wohl ein blutiger Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Tja. Ganz schön viele Spuren hier. Kann das sein? Ganz schön viele. So, da geht's weiter. Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Ja. Da. Da ist was zum Aufnehmen. Was haben wir denn hier? Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Hm. Okay. Aber jetzt hat er die Spur wieder. Wir haben die Spur wieder. Wir haben die Spur wieder. Es werden aber immer weniger Spuren. Kann das sein? Da. Oh. Was mag das wohl bedeuten? Naja, dass er tot ist. Mag das bedeuten. So, da. Hm. Die haben wahrscheinlich eine Geisel genommen. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Ach Mann, Geralt. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Ja, gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Was haben wir denn hier? Das ist die Spur, von der wir kamen. So, was haben wir hier? Sehe ich hier irgendwo was? Ja, jetzt bin ich am Rand. Weiter geht's nicht. Da. Da ist was. So. Mhm. Ja, da drüben ist irgendwas. Aber da kann ich im Moment nichts mit anfangen. Was haben wir denn hier? Da. Die Spur endet hier. Hm. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang. Interessant. Dann machen wir doch mal auf, oder? Ich kann jetzt nicht speichern. Warum nicht? Jetzt kann ich wieder. So, dann gehen wir doch mal runter. Hallo.
Hallo. Ist aber auch hartnäckig, oder? Ist aber auch hartnäckig. So. So geht das. Jawohl. Okay. Gut. So, jetzt sammeln wir erstmal alle wieder ein. Erstmal gucken, was wir hier so haben. Wo eine Spur aufnehmen. Was Rotes. Okay. Gehen wir gleich hin. Gehen wir gleich hin. Hier muss ich noch hin. Okay. So. Hier war was Rotes. Genau. Viel, 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 viel. Viele Sachen. Überlegen es ein bisschen. Okay, lies den Brief, den du gefunden hast. Ich habe einen Brief gefunden. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, dann gucken wir mal. So, was haben wir denn? Das ist ein Schemata. Brief mit Befehlen. Das ist es bestimmt nicht. Den haben wir schon gelesen. Oder nicht? Ja, das ist Ulrich wieder. Ja, Ulrich hat wieder so Geleitbrief. Ich markiere die jetzt mal alle, dass wir die ja besser von den anderen auseinanderhalten können. So. So, haben wir hier zerknitterter Brief. Schon wieder Ulrich. War das der Brief? Oder war das fette DA-Notizen? Kann auch da sein. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ich blätter mal durch. Ihr könnt ja Pause machen, wenn euch das, wenn ihr das alles lesen möchtet. So, Ruinenschmied hat eure Gestade erreicht. Ich markiere die jetzt mal alle. Dann sind die nämlich alle als gelesen markiert, wisst ihr? So. Okay, das sind die Befehle. Dann können wir später nämlich besser sehen, welche Briefe wir gefunden haben. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr lesen wollt, macht eben Pause. Und dann könnt ihr das in Ruhe lesen. So. Kann ich das auch alles lesen? Ja. Donnerstagebuch. Das haben wir schon gelesen. Aufklärungsbericht. Flammenrose. Okay. Achtung, Trolle. Okay. Achtung, Monster in Ochsenfurt. Okay. Achtung, Bestie im Wald von Ochsenfurt. Okay. So, jetzt haben wir noch drei. Achtung, Spindler treibt ein Unwesen. Porträt der älteren Völker. Okay.
das letzte. So. Jetzt haben wir sie alle gelesen. Durchsuche die übrigen Banditen. Haben wir das nicht schon gemacht? Haben wir doch schon gemacht, oder? So, wer ist denn hier noch undurchsucht? Bist du undurchsucht? Nö. Ist hier noch irgendeiner undurchsucht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe sie alle durchsucht. Liegt hier vorne noch einer? Nö. Hier kann auch keiner undurchsucht sein. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. So. Ich guck mal eben, wo er mich jetzt hinlotsen will. Er möchte mich in diese Gegend lotsen. Ich guck mal eben auf die Karte, wo ich denn da hin soll. Wo soll ich denn bitte hin? Hier oben hin? Aha, hier kann ich auch wieder weiter nachverfolgen. Okay. Gut. Wenn das so ist. Ich lese mal eben noch mal eben die Quest durch, was wir jetzt hier so haben. Warum die aktuelle Quest nicht aufbleibt. Wir sind gerade auf einer Schatzsuche, ne? Warum die aktive Quest nicht auf ist, stört mich ein bisschen. Durchsuche die übrigen Banditenlager. Okay. Gut. Hin. Hin zu den Banditen. Würde ich sagen. Bevor sie sich langweilen. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Keine Gegner hier weit und breit. Und sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Achtung, Fluss mit Hochwasser. So. Ich pflück nur mal Blümchen. Wer weiß, wofür es gut ist. So, die haben wir schon zigfach, aber egal, können wir verkaufen. Da ist was. Da, ein roter Punkt. Achtung, ich gehe mal hin. Hallo? Ein Bär. Der ist bestimmt Stufe 60 oder so, oder? Was haben wir denn da? Der ist bestimmt Stufe 60. Hey, du Bär. Stufe 34. Ach, schon tot. Okay. So. Ein Bär. Hilft uns aber nicht ziehen, wegstecken. Hilft uns aber ungemein beim Aufleveln. So, jetzt haben wir gleich noch ein paar Banditen. Ein paar Banditen. Nehmen wir mal an da. Ich nehme mal an, da sind noch ein paar Banditen. Da hinten. Da stehen sie. Okay. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Ich meditiere noch mal ein Stündchen. Ah, ein Stündchen reicht. So. Los geht's. Was habe ich drauf? Okay. Igni. Irgendwie ist Igni mein Lieblingszauber. Hallo. Schneller, verfick doch mal. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, ich sollte viel schneller sein.
vor. Was ist das? Muss mal eben gleich den Bogenschützen da. Die Bogenschützen, die sind ein bisschen lästig. Zwei gleich. Zeig mir, was du zu bieten hast. Zwei gleich. Ich sehe nichts. Achso. So. Wo haben wir denn noch den Bogenschützen? Da ist er. So, und jetzt hier noch. Wie willst du sterben? Lass mich überlegen. Weiß ich nicht. Mir fällt nichts ein. Oh. So. Mir fällt. Schneller, verfick ja, nochmal! Mir fällt aber im Moment nichts ein, wie ich sterben werde. Jetzt muss ich mal eben abhauen. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz abbauen. Ich muss mal einen Knödel essen. Das kann ich nur, wenn ich Ruhe habe. Sag ich dir gleich. So. Zauberei! Zauberei! Zauberei, das ist das richtige Wort. Verdammt! Oh, ja, beide mit einmal. Das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt leid. So, Blümchen noch pflücken. Das war wieder gar nicht so einfach. Nee, wiederum nicht. Ich wollte mal eben kurz ein Stündchen schlafen. So. Gut. Also. Wo habe ich denn meine Pappenheimer alle wo liegen? Hier liegen sie. Okay. Da ist nur einer. Hallo. Er ist noch da. Warte, ich komme zu dir. Warte, ich komme. Welch ein Tag! Welch ein herrlicher Tag! Ja. Seht meine Tapferkeit, ja, Brüder! Ich sehe es. Aber meine Brüder können nur. Oh. Das sind sogar noch zwei. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ja, jetzt ist zu spät, sich zu ergeben. Da oben ist noch einer. Einer ist noch da. Moment, wo ist er? Der steht da oben drauf, oder? Warte, ich komme zu dir. Bemühe dich nicht, ich komme. Bemühe dich nicht, ich komme. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Komme ich denn da hoch? Ich würde ja ganz gerne zu ihm gehen, wenn ich jetzt mal eben den Weg da oben hin finden würde. Komme ich hier rüber? Das könnte sein. Versuchen wir. Kann ich das Schwert mal wegstecken? Oder wegstecken, Geralt. Nee, da komme ich irgendwie nicht hoch. So, da komme ich hoch, da komme ich hoch, da komme ich hoch. Da ist er. Hallo. So. Was ist das? Ich muss mal öfter blocken. Ich muss ich mir mal angewöhnen. Also das mit dem Blocken habe ich noch nicht so. Das muss ich mir in der Tat mal angewöhnen. Ich weiß, wo die Taste ist. Aber ich tue es nie. Was haben wir denn hier oben? Was haben wir hier oben? Da hinten. Ich muss darüber springen. Na, super. Super gesprungen, Geralt. Drücke kurz vor der Landung B. Okay. So.
Jetzt hat's geklappt. Was haben wir denn hier? Nix. Wie nix. Da. Ja, super. Haben wir hier. Da ist noch ein Fass. Ups. Okay. Und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Das ist ja sehr mager. Ich habe jetzt B gedrückt, kurz vor der Landung. So wie das Spiel es gesagt hat. Verstehe ich nicht. Ach, immer falsch. Ich will doch hier, das... Das will ich. Ein Stündchen schlafen. So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Mal durchleuchten das Ganze. So, wir haben hier noch was. Hier der Kollege, der kann uns nicht weiterhelfen. Und wir haben die Kollegen da unten. So, wir haben die Kollegen hier. Hier noch eine. Okay. Ups. So, dann liegt hier noch was. Okay. Gut. Dann liegt hier noch eine. Nicht? Doch, da. So, und da muss noch einer liegen. Hier irgendwo. Hier so in der Ecke. Aber ich finde nichts. Hier unten? Nee. Da. Steht direkt davor. Okay, so. Und jetzt... Jetzt... ist hier das Banditenlager, was wir durchsuchen müssen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Bis dann, euer Zapp.